أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi rabbil alamin, alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, der es uns in dieser Zeit ermöglicht, dass wir, alhamdulillahi rabbil alamin, uns mit dem Koran beschäftigen dürfen, liebe Geschwister. Ein Buch, dessen Worte nicht die Worte von Menschen sind, sondern es sind die Worte Allahs subhanahu wa ta'ala. Wer spricht wahrhaftigere Worte außer Allah, der Allmächtige subhanahu wa ta'ala? Und für uns sollte das eine große Ehre sein, uns mit diesen Wörtern zu beschäftigen, denn jeder Muslim muss wissen, dass wenn er sich nicht an dieses Buch hält, den Koran, so wird er wal'iyadu billah den Weg der Vernichtung einschlagen, der zum Schluss mit einem heißen Höllenfeuer endet, dessen Hitze unser wahrhaftiger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschrieb, indem er sagte, das Höllenfeuer ist 99 Mal heißer als das Feuer, was wir hier im Diesseits kennen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns so weit wie möglich von diesem Höllenfeuer entfernen. Liebe Geschwister, das ist jetzt mittlerweile die vierte Folge von der Unterrichtsreihe Die Geschichte des Koran. Und wenn wir dieses beendet haben, bi'idhnillah ta'ala, dann werden wir uns mit dem gewaltigen Koran beschäftigen. Das tun wir jetzt zwar auch schon die ganze Zeit, aber dann werden wir in das Innere gehen, und zwar zu den Ayat, zu den Versen. Und wir werden sie erklären, welche Gründe hat es gehabt, dass bestimmte Ayat herabgesandt worden sind. Natürlich können wir nicht alle Ayat machen, aber wir werden die wichtigen davon nehmen, liebe Geschwister, obwohl das Wort wichtig auch sehr relativ ist, denn das gesamte Buch Allahs subhanahu wa ta'ala ist eine Rechtleitung für den Muslim. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und diese Ayah soll sich jeder merken, liebe Geschwister, inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwa wa yubashshir al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat أن لهم أجرا كبيرا. Und dieser Koran leitet zum besseren Weg. Zu welchem Weg, ja Allah? Zu dem Weg, der zum Wohlgefallen Allahs führt. Zu dem Weg, der zum Wohlgefallen Allahs führt. Und er verkündet den Gläubigen, jetzt ist eine frohe Botschaft für die Gläubigen, die gute Taten machen, eine gewaltige Belohnung bei Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, eine große Belohnung, wie Allah subhanahu wa ta'ala ihnen versprochen hat. Und jeder Muslim, der ein wahrhaftiger Muslim ist, er glaubt an dieses Versprechen Allahs, und Allah subhanahu wa ta'ala bricht nicht seine Versprechen. Wir werden uns heute subhanahu wa ta'ala mit der Offenbarung beschäftigen, liebe Geschwister, und ihre Art. Wie kam die Offenbarung zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Und die Offenbarung auf Arabisch, wer kann mir das sagen? Wie heißt die Offenbarung auf Arabisch? Vielleicht ein Nicht-Araber? Schade, ist Deutscher? Nein, Tadda. Al-Wahi. Al-Wahi bedeutet die Offenbarung. Du bist der arabischste Deutsche, den ich kenne. Auf jeden Fall. Al-Wahi bedeutet Offenbarung, liebe Geschwister. Aber bevor wir über die Arten der Offenbarung sprechen, lasst uns etwas über die Zustände des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sprechen, während er die Offenbarung erhalten hat. Was mit diesem großartigen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam passiert ist. Aisha radiyallahu anha wa ardaha sagte: In kana la yuha ilayh wa huwa ala rahilatihi fatadrib bi jiraniha. Er sagt, sie sagte,
رضي الله عنها وأرضاها von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Offenbarung erfahren hat und er auf seinem Reittier gewesen ist, dann ist das Reittier zusammengebrochen aufgrund der Schwere und der Last, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam durch die Offenbarung widerfahren ist. Allahu Akbar. Er saß auf dem Reittier, dann kam die Offenbarung und das Reittier, das das normale Gewicht von Muhammad sallallahu alaihi wasallam bewältigen konnte, zu dem Zeitpunkt, als die Offenbarung kam, ist es in sich zusammengebrochen und es konnte sich nicht mehr bewegen. Allahu Akbar. So sagte Aisha radiallahu anha wa ardaha und dann hat sie die Ayat rezitiert aus dem Koran. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Wir werden dir, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie in Surah Al-Muzammil berichtet wird, wir werden dir schwere Worte offenbaren. Wir werden dir schwere Worte mitgeben. Die Worte von was? Vom Koran. Schaut mal, wie schwer die Worte waren. So, dass das Gewicht des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer gewaltigen Form ausgebrochen ist. Und Zaid ibn Thabit radiallahu anhu wa arda, er sagte, und er war ein blinder Mann, فأنزل الله, Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam offenbart. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله. Er hat seinem Gesandten offenbart, jetzt sagt er eine gewaltige Sache, sein Oberschenkel vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war auf dem Oberschenkel von Zaid ibn Thabit. Er sagte, فثقلت علي. Dann ist mir das schwer geworden. Ich habe es nicht mehr ertragen können. Hatta khiftu an tarudda fakhidhi. Bis ich dachte, die Schwere des Oberschenkels vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bricht mein Oberschenkel und dämmt es in den Boden ein. Allahu Akbar. Schaut mal, wie gewaltig der Zustand des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam während der Offenbarung war. Und Aisha radiallahu anha wa ardaha sagte auch, وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحِي فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَارِدِ. Sie sagte, und ich habe ihn im Zustand gesehen, wen? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als die Offenbarung zu ihm kam, an einem sehr kalten Tag, so lief ihm an diesem kalten Tag der Schweiß von seiner Stirn herunter, als der Engel ihn verließ. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er tropfte aus allen Poren Schweiß über Schweiß an einem eiskalten Tag. Wenn du vielleicht 10 Kilometer rennst, wird dir kein einziger Schweißtropfen heruntersacken. Subhanallah. So war der Zustand von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kommen wir zu den Arten der Offenbarung, liebe Geschwister. Die erste, und wir nennen einige, bi'idhnillahi sami'il alim, durch das direkte Sprechen Allahs zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allah hat zu manchen Dienern gesprochen, ey wallah. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah. Minhum man kallama Allah. Und das sind die Gesandten, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben die einen über die anderen bevorzugt. Unter ihnen gab es welche, zu denen hat Allah gesprochen. Zu wessens Propheten hat er zuvor gesprochen? Allah azza wa jal, Bunyamin? Zu Musa alayhi salam. Wa kallama Allahu Musa taklima. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat direkt zu Musa alayhi salam gesprochen. Und hier haben wir eine Bestätigung, dass Allah subhanahu wa ta'ala was? Spricht. Dieses gehört zu seinen Eigenschaften, dass er subhanahu wa ta'ala spricht. Schaut mal die Leute der Irre. Als sie im Koran gelesen haben und Allah hat zu Musa direkt gesprochen, wisst ihr, was sie gesagt haben? Jetzt kommt ihre Interpretation, welcher kein Gelehrter nachvollzogen konnte. Er hat nicht so direkt gesprochen, wie es stand. Natürlich, sie haben mehr Wissen als Allah. Möge Allah uns bewahren. Sondern es meint durch einen Baum. Tayyib, eine Frage. Wo war hier ein Baum in der Aya erwähnt? Sagt mir das bitte.
Wisst ihr, warum sie das alles machen? Nur um zu verwehren, dass Allah subhanahu wa ta'ala was? Spricht. Sie wollen das nicht wahrhaben. Wenn Allah nicht spricht, wenn Allah nicht sieht, wenn Allah nicht hört, wenn Allah uns nichts nützen und nicht schaden kann, dann ist er doch nichts anderes als eine Götze. A'udhu billah. Beten wir Muslime eine Götze an? Nein, wallah. Wir beten denjenigen an, der alles erschaffen hat und der sprechen kann, wann er will, wo er will, wie oft er will. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und derjenige, der anfängt, im Koran Dinge zu interpretieren, die nichts mit dieser Ayah zu tun haben, das ist einer, der befindet sich auf dem Irrweg. Und wenn Allah azza wa jal ihn nicht recht leitet, dann wird er, wal'iyadu billah, am Tage der Auferstehung bestraft werden, liebe Geschwister. Allah spricht. So wie Allah auch eine Hand hat, so wie Allah subhanahu wa ta'ala ein Gesicht hat, so wie Allah subhanahu wa ta'ala uns Dinge im Koran selber genannt hat, dass er sie besitzt, und wir von Ahlus Sunnah wal Jama'a gehören nicht zu der abgeirrten Gruppe wie die Ahbash und andere, die dann anfangen zu sagen, nee, das kann Allah nicht haben ohne Beweis. Warum, worum geht es ihnen hier? Sie sagen dir, das kann niemals sein. Allah sagt, aber sie sagen, das kann niemals sein. Da ist Frage, von wem sollen wir nehmen? Von Allah oder von Kreuzberg, Fitnahausen, Ahbash, Omar ibn al-Khattab Moschee. Wallahi, wenn Omar, und sie nennen die Moschee Omar ibn al-Khattab, und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid, hätte Omar gewusst, was sie da machen, was denkt ihr, hätte Omar mit ihnen gemacht? Na. Aber, alhamdulillah, vielleicht gibt es ein zweites Wiedersehen am Tage der Auferstehung mit Omar. Liebe Geschwister, wann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Allah subhanahu wa ta'ala direkt gesprochen? Das war in der Nachtreise. Wie nennen wir sie? Na? Isra wal Mi'raj. Das ist die Himmel- und die Nachtreise. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie ihr wusst, er wurde emporgehoben, hinauf zu wen? Zu Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, eine Frage. Wenn Allah doch überall ist, dann hätte doch Allah ihn nicht hochheben müssen, oder? Er hätte ihn von irgendeiner Ecke direkt ansprechen können, oder nicht? Warum hebt Allah subhanahu wa ta'ala ihn hoch zu sich? Weil Allah, wo ist? Über seinem Thron. Und jeder, der etwas anderes sagt, ist Dal Mudin. Der ist irregehend und der führt die anderen in die Irre, denn Allah subhanahu wa ta'ala geziemt es nicht, dass er in der Schöpfung ist, wal'iyadu billah, sondern Allah ist der Schöpfer über alles und er hat sich über dem Thron emporgehoben, und es gibt diesbezüglich einen Ijma', den Ibn Kathir rahimullah ta'ala erwähnt hat, liebe Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala über seinem Thron ist und jeder akzeptiert es, außer ein Irregehender. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Recht leiten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bevor er diese Reise angetreten hat, er wurde sehr hart geprüft, liebe Geschwister. Ey wallah, sehr, sehr hart sogar. Er verlor seinen Onkel Abu Talib. Abu Talib, wie ihr wisst, war der Onkel vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und er hat ihn beschützt vor den Feinden des Islam. Obwohl Abu Talib selber kein Muslim war, hat er seinen Neffen beschützt, und Abu Talib wusste, dass dieses die Wahrheit ist. Was? Der Islam. Und er kannte seinen Neffen, er wusste, dass er kein Lügner ist, er wusste, dass er ein wahrhaftiger Prophet ist, dennoch hat er die Wahrheit nicht angenommen, wie viele Leute heute auch, egal was sie in ihrem Leben machen, sie werden Verlierer sein am Tage der Auferstehung. Und selbst wenn sie jeden Tag 500 Waisen speisen würden, sie würden keinen Lohn am Tage der Auferstehung bekommen. Denn solange man nicht den Islam angenommen hat, werden die Taten von einer Person nicht gezählt, liebe Geschwister. Ganz gleich, was er tut. Das ist das Gesetz Allahs, subhanahu wa ta'ala. Der Onkel von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, starb. Und kurze Zeit später, die Frau vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die erste Frau, sie hieß, na? Fadda? Khadija radiallahu anha wa ardaha. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat sie sehr, sehr geliebt. Taib, wer sagt mir,
Nach Khadija, wer war die Lieblingsfrau?